Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Worum geht's? Also, ich habe in den letzten Tagen einige Videos gesehen zu diesen tollen Schüttelkarten. Und dann habe ich mir dieses Gerät, Lötkolben, Schweißgerät, wie auch immer man das nennen mag, welches man dazu braucht, um diese Folien miteinander zu verschweißen, mal angeschaut und festgestellt, das ist ganz schön teuer. Aber es sieht ja nun mal aus wie ein ganz normaler Lötkolben mit vorne einem kleinen Rädchen dran, mit dem man dann die Folien zusammenschweißen kann. So, dann bin ich in den Keller gegangen und habe meinen Brennkolben rausgeholt. Das ist ein ganz normaler, handelsüblicher Brennkolben. Den verwende ich normalerweise, um Motive in Holzbretter oder Sockenbretter zu brennen. Und den habe ich mir dann mal raufgeholt und ein bisschen mit experimentiert. Ja, und was ich dann so festgestellt habe, zeige ich euch mal. Also, ihr braucht natürlich eine Prospekthülle. Ich habe jetzt hier eine ganz normale Prospekthülle genommen. Ein Lineal, am besten ein Metalllineal. Ich habe aber nur dieses im Moment. Ja, das werde ich mir dabei wahrscheinlich extrem ruinieren. Aber gut. Und einen Brennkolben. So, ich habe es jetzt folgendermaßen gemacht. Ich habe das Lineal angelegt, habe mir die ich habe mehrere Spitzen ausprobiert. Also ich finde diese am besten. Könnt ihr die erkennen? Ja, jetzt. Also, die sieht aus wie ein kleiner Kugelschreiber. So, dann lege ich das Lineal an und ziehe den Lötkolben einfach einmal über die Folie. So, natürlich bleibt die daran kleben, keine Frage. Und siehe da, die Folie ist verschweißt. Die Naht, ja okay, jetzt habe ich ein bisschen fest gedrückt. Die Naht schaut dann so aus. Man muss halt, ja, man muss so ein bisschen das Gefühl dafür finden. Man darf nicht zu viel drücken, aber auch nicht zu wenig, weil dann... Und vor allem, man muss ziemlich schnell arbeiten, damit die Folie nicht ganz schmilzt. So. Also wenn man das ein bisschen schneller macht, dann sieht das Ganze dann auch sauberer aus. Aber das muss natürlich dann jeder selber ausprobieren. Auf jeden Fall, diese Folien sind jetzt verschweißt. Ja, und ich möchte jetzt mit euch zusammen mal so eine Karte gestalten oder eher einschweißen, weil zum Testen habe ich jetzt einfach mal die Karte zugeschnitten, die habe ich so groß zugeschnitten wie bei einem Pocket Letter, also 6,5 x 9. Und wir werden jetzt mal versuchen, ob wir diese eingeschweißt bekommen. So. Da bin ich doch mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Also, wie gesagt, dies ist eine Premiere und ihr dürft live dabei sein. Naja, live ist auch gut. Einmal. Jetzt schiebe ich die Karte da ein bisschen rüber. Schweiß die andere Seite zu. Ich hoffe, ihr seht das alles. Und ich verschwinde nicht immer aus dem Bild. Upsi, upsi, upsi. Schleudere ich euch schon hin und her. So. Die beiden Seiten sind jetzt schon verschweißt. Ihr seht das. Einmal da. Und ja, einmal da. Jetzt schneiden wir die einmal an der Naht entlang.
Hier oben lasse ich das ein bisschen länger, weil wir müssen die Karte ja noch befüllen. Ich hoffe, ihr seht, was ich hier so mache. Ich schneide ziemlich nah dran. So. So, hier habe ich jetzt schon wieder ein bisschen zu fest gedrückt. Dann schneide ich dann noch ein bisschen näher am Rand entlang. So, aber zumindest ist die Karte dicht. Das ist ja erstmal das Wichtigste. So, dann haben wir die Karte soweit schon mal eingeschweißt. Das hat bis hierhin ja auch schon ganz gut geklappt. Jo. Und dann wollen wir die Karte mal befüllen. Und ich nehme dann mal hier ein paar goldene Perlen. Ein paar silberne Perlen. Dann nehme ich noch hier ein paar Halbperlen. Ich finde, die passen schön zum Motiv. Oh, und dann geben wir hier noch so ein paar Pailletten dazu. Ja, also ich denke, fürs Erste reicht das. Wie gesagt, es ist ja erstmal nur, um euch zu zeigen, ob es überhaupt funktioniert. Und dann fahren wir hier wieder mit dem Lötkolben rüber. So. Ja, es klebt natürlich an. Ja, und ich würde sagen, die Karte ist zu. Achso, ich hau hier schon wieder komplett ab aus dem Bild. Ich schneide jetzt hier wieder ganz knapp am Rand entlang. Ja, ihr seht, es fällt nichts raus. Die Karte ist dicht. Ich denke, ihr seht die Ränder. Sehen eigentlich auch schön sauber aus. Hier habe ich einen kleinen Knick drin, ja. Und aber wie gesagt, ja, aber ich denke, für den ersten Versuch, und wie gesagt, es war wirklich mein allererster Versuch, ich habe vorhin einfach ein paar Folien zusammengeschweißt und gesehen, das hält, und wollte dann mit euch zusammen mal ja, so eine Karte machen. Und ich denke, ja, also ich finde, für diejenigen von euch, die einen Brennkolben zu Hause haben, das wird nicht jeder haben, aber für diejenigen, die so einen Brennkolben zu Hause haben, ist das eine gute Alternative. Ich werde mir noch ein Metalllineal besorgen und noch ein bisschen testen. Man muss halt rausfinden, wie feste ich da aufdrücken muss, damit ich mir die Folie nicht komplett abschweiße, sondern nur verschweiße. Und ich glaube, wenn man dann mit einer Zackenschere drumherum schneidet, sieht das noch ein bisschen netter aus. Also ich finde, als Alternative zu dem PhotoFuse, ich glaube, so heißt das Gerät, ist so ein Brennkolben eine
ja, relativ günstige Alternative. Dieser Kolben kostet also maximal die Hälfte. Ich habe jetzt die Hälfte bezahlt. Ich habe für meinen damals 15 Euro bezahlt. Und ich denke, das ist eine gute Alternative zu den Photofuse. Er erfüllt seinen Zweck. Die Karte ist zugeschweißt. Es bedarf halt ein bisschen Übung, da der Kolben wahrscheinlich etwas heißer wird als dieser Photofuse. Aber ja, ich denke, es ist eine gute Alternative. Und ich werde mich da mal die Tage noch ein bisschen mit beschäftigen und schauen, ob es funktioniert. Jo. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.